Ja, ein herzliches Grüß Gott wieder mal, und zwar aus Nöchtling. Ich befinde mich gerade im kleinen Ischpatal, wo Sie ab sofort dieses liebenswerte Häuschen plus Schuppen plus einigem an Grundstück erwerben können. Ansprechen darf ich diesmal ausschließlich Handwerker und Handwerkerinnen, denn es ist noch einiges an Arbeit offen geblieben. Aber wie immer werde ich Ihnen das schonungslos zeigen auf den folgenden Aufnahmen, bin aber mir sicher, hier genau den oder die Richtige zu finden, die dieses Juwel fertig schleift. Ja, wenn ich Sie jetzt noch auf Sendung habe, dann scheinen Sie eine engagierte Natur zu sein, und das wäre auch hier notwendig. Wir wenden uns jetzt natürlich auch noch den Nebengebäuden, den Garten und den Außenaufnahmen zu und vor allem dem sensationellen Schuppen. Das darf ich mal sagen, das ist natürlich eine Freude, dass hier so viel Stauraum noch dabei wäre, wobei bei entsprechender Adaption natürlich auch das Obergeschoss voll ausbaubar wäre. Das war es nämlich früher auch. Aber wie das Dach kaputt ging, mussten natürlich Sanierungsschritte eingeleitet werden, die nun zu finalisieren sind. Aber wie gesagt, ich bringe Sie jetzt hier hinein, den Schuppen, in dessen Keller und in den Außenbereich. Ich freue mich schon auf ein Kennenlernen hier im kleinen Ischpatal oder mitunter auf ein Wiedersehen. Habe ich doch schon das eine oder andere nicht ganz unähnliche Objekt im Programm gehabt, wo das eine oder andere nicht gepasst hat, was hier mitunter passen könnte. Wunderbare Lage, der Bach läuft vorbei, Sie hätten es hier wahrlich ruhig und beschaulich, aber Engagement wäre vonnöten. In diesem Sinne bitte schriftlich anfragen, mein Name ist Reinhard Lengbacher, bin von Raiffeisen Immobilien, stehe Ihnen dann natürlich auch gerne für ein mitunter längeres Telefonat zur Verfügung. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann hier in weiterer Folge treffen. Mir bleibt noch Baba zu sagen oder auf Wiedersehen, je nachdem, wie es besser passt. Und ich freue mich sehr, dass Sie reingeschaut haben. Danke und tschüss.